Ja, und damit grüße ich euch zu einer ganz neuen weiteren Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wie man heute erkennen kann, sind wir heute mit einem schönen C2-Gelenkbus unterwegs auf der Map Bad Hügelsdorf. Und zwar stehen wir auf dem Betriebshof und werden dann da mal zur Starthaltestelle vorfahren. Eine kleine Besonderheit hat aber dieser Bus, wir fahren zwar mit dem U-Bahn Reisen Repaint, was man auf Ruhrgebiet zwar nutzt, aber wenn ich euch jetzt Folgendes zeige, diese Kasse, ja, da werden wir bestimmt viel Freude dran haben mit dieser Ibis Plus Kasse. Ich muss sagen, ich finde die echt schön. Auch recht schlicht gehalten und so weiter. Ja, Omsi hängt. Danke wieder für nix. So. Genau. Erstmal alles hochgefahren. Zack, da ist er oben. Also hochgefahren. Dann einmal die Karte rein, Pin war. Eins, zwei, drei, vier. Pinfall. Okay, nee. Fuck. Ja, bitte nochmal. Hallo, ich will gerne nochmal. Oh. Ach, okay. 4, 3, 2, 1 vielleicht. Ja, wollt ihr mich jetzt verkackeiern? Na, dann fahren wir halt eben ohne PIN rum. Das ist mir auch egal. Gut. Oh, geht gar nicht an. Dieses Spiel, ne? So. Gibt es halt eben keine Fahrkarten. Das ist mir sowas von egal. Wir können ja schließlich hacken. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Wieso geht denn das jetzt? Dreimal den Scheiß eingeben, am dritten Mal geht's oder was? Meine Fresse. So. Gut, bevor ich hier irgendwas in dieser Kasse hier eintippe und ich überhaupt hier irgendwas mache, vielleicht können wir ja mal mit Kollision fahren, aber ich glaube, dafür müsste ich das Game neu starten, ne? Ist egal. Gut. Dann machen wir uns einmal hier raus. Ah ja, das ist ein Euro 5 Gelenkbus, wie man ihn schwer erkennen kann. Dreitürer. Ich frage mich aber, wo es hier rausgeht. Und natürlich ZF, weil ich bin kein Freund von Void, ne? Aber das wisst ihr ja. Ah, da hinten ist der Ausfahrt, da gut. Ja, super, wie soll ich. Okay, doch, es geht. Gerade noch so. Das ging flott. So, kommt nix. Da kam was. Meine Fresse, war das knapp. So, und um zur Anfangshaltestelle zu gelangen, muss ich einmal kurz hier die Spur nehmen. Und zwar einmal so hier. Genau. Wunderbar. Wunderbare Sounds, wie immer. Gut, wir gehen natürlich erstmal hier, ne, wir gehen natürlich erstmal hier auf das Symbol hier, also auf dieses Feld, haben dann hier den Umlauf. Jetzt müssen wir halt gucken, wie das funktioniert. Und zwar, warte mal, die 301 war es, ne? Ja.
Auch schön, wie wir einfach keine Pause am Hauptbahnhof haben. Finde ich ja mal sehr freundlich. 301. Machen wir mal einen Kurs 2. Zwar musst du so lange die 0 eingeben, bis du hier die 2 eingeben kannst und das hintere soll frei bleiben. Dann funktioniert das auch. Plus ist hier Verfrühung. Warum auch immer. Egal. So. Warum die nicht fahren, verstehe ich auch nicht. Und da ich keine Lust habe zu warten, machen wir einfach mal so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sollte reichen. Hilfsfeld brauchen wir ja eh nicht. Wir haben ja, ne, unsere schöne Minimap. Die lassen wir alle hier noch raus. Ja, komm, fahrt. Los. Fahren. Natürlich Link zu dem Bus sowie zu den Repaints bzw. der Kasse in der Videobeschreibung. Ja, von denen die fahren wollen, haben sie Bash gehabt. War ich jetzt. Moment mal. Die Karte muss noch gemacht werden. Die Heizung. Mustermann, genauso heiße ich, ja. Letzte Entnahme ist einige Jahre her. Nein, will ich nicht nachtragen, ist mir sowas von egal. So. Ja, bei Tügelsdorf ist auch von der Performance her jetzt auch gerade nicht Bombe, aber nur damit ihr es wisst. Wir fahren jetzt los. Ja, los. Mach dich weg. Ja, dann fahr halt voll auf mir zu. I love it. Hildegard Klinik. Diese KI. Genau, Hildegard Klinik. So, kommst du rein? Ich bin auch kein Freund von diesen automatischen Dealing, aber ich Hallo. Weiß auch nicht, wie ich das ausschalten soll. Nachtticket! Mädel, wir haben es nachts 12. Aber gut. 2,10 € kostet der Scheiß. Ja, 3, 5, 3, 5. Vielen Dank. Bitte. Der Blinker fuckt mich jetzt schon ab, ne? Ich finde auch schön, wie dieser Ticketentwerter hier vorne ist. Und ich mag auch persönlich die Scheibe hier rechts neben mir. Hildegard-Platz. Mann! Du Sau. Aber passt. Aber der Bus geht gut nach vorne. Jetzt müssen wir bloß noch gucken, dass wir hier rauskommen, ne? Das könnte jetzt schwierig werden. Was auch schön ist, der Bus hat eine automatische Haltestellenbremse, wenn man länger auf der Bremse steht. Natürlich auch mit ein bisschen Druck. Die sind echt auch. Also, du kannst es selber hier auch nochmal machen mit dem Knopf, aber hier, ich zeige euch mal, ich gehe jetzt auf die Bremse. Bleibt da drauf jetzt. In dem Display ist die Haltestellenbremse jetzt drin. Das ist natürlich auch der gleiche Effekt, wie wenn ich es mit dem Taster machen würde. Egal, auf was kommt oder nicht, ich fahre jetzt. Weil ich habe auch einen Fahrplan. Ja, Omsi, komm, danke. So. Hallo? Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo, du Perversling. Gott zum Große. Gott zum Kleine. Hi. Ei. Hallo. Tschüss. Hallo. Oh. Fetter Unfall. Boah, ja, dann fahrt doch und bleibt nicht stehen, ihr. Auch schön, dass wir keine Innenanzeige haben, ne?
Aber kann man den Bus nicht modden? Ich glaube, dann konnte man modden, ne? Ja, mal gucken, ja. Wir haben Verspätung, wir müssen ein bisschen uns sputen jetzt erstmal. Kurzer Straße. Ich finde die Kasse echt so schick. Die hat was Modernes, aber auch nicht zu modern. Das gefällt mir. Schlachterei und Partyservice, Jens Hermann. Was stauten sich das hier? Schöne Matrix. Ja, schade, dass ich für diesen Bus jetzt zwar kein Bad Hügelsdorf Repaint gefunden habe, sondern bloß für die Euro 6 Modelle von den Bussen. Müsste man demnächst mal auch fahren, ne? Die haben auch ein Ibis Plus. Wobei ich sagen muss, das zu installieren in dem Bus ist ziemlicher Aufwand, weil du musst wirklich bei jeder einzelnen Repaint-Textur zwei Set-War-Einträge zusätzlich noch unten einfügen. Bei jeder einzelnen Repaint. Bei jedem einzelnen Repaint, so. Und bei diesem Standardweiß habe ich das gar nicht gefunden, sondern bloß bei diesen hier. So, kommen Sie rein, können Sie noch ausschauen, ne? Hallo. Hi. Ich mache hier zurzeit Urlaub. Könnten Sie mir bitte ein Touristenticket ausdrucken? Aber gerne doch. Wenn ich es finde. Könnten Sie da mal so freundlich sein und mir mein Ticket aushändigen? Kannst du mal so freundlich sein, mal dein Maul halten? Das wäre sehr angebracht. So. Ey, der Typ hat keine 10 Sekunden gewartet, Leute, ja? Also. Sorry. Will ich denn die Zeit jetzt an Verspätung rausholen? Ich kann euch, wenn ihr wollt, auch nochmal gleich die Kasse erklären. Aber jetzt kommt nämlich der schöne Teil dieser Linie. War auch der schwierige. Und ja, es ist die Bremer Kasse und Ibis, ne? Falls ihr euch das vorhin gefragt habt am Anfang der Aufnahme. Es wäre schlau, erstmal nach links zu gucken und dann nach rechts. So. Wut war ein bisschen knapp jetzt. Na, das hat gepasst. Super. Ja, alle Türen auf. Hallo. Hi. Mahlzeit. Mahlzeit, was hat's gegeben? So. 30 Zone. Kenn ich nicht. Was ist das? Genau, Sie haben halt den roten Knopf, ne? Das ist dann halt so ein Notfallruf. Mit dem grünen, was eigentlich gelb sein soll. Sintenischer Kreis. Wenn Sie die Leitstelle halt anfunken. Hier sollte eigentlich so ein E-Mail-Symbol sein. Das sollte so blau leuchten. Oder so weiß. Oder ne, die Ampel war unten drunter weiß. Sollte weiß leuchten. Boah, nee, ne? Oh. Ja, das war ja wieder typisch. Das war ja wieder klar. Druck von allen Seiten. Ja, jetzt fährst du auch los, das habe ich mir gedacht. Jetzt bleibst du auch stehen, das habe ich mir gedacht. Jetzt fährst du auch wieder los. Doch keine Kollision, na gut. Ich glaube, besser ist das jetzt auch gewesen. Ja. Ne, mit dem E-Mail kannst du halt die Leitstelle halt auch anfunken. Halt mit der dementsprechenden Vorwahl, was du halt für ein Problem hast. Und mit dem Ampelsymbol kannst du halt eine Ampel ansteuern. Wenn es gerade funktioniert. Möglich ist, besser gesagt.
Hallo. Hallo. Hi. Ich weiß auch gar nicht, wie man sich diesen Weg als Feuerwehrauto aussuchen kann. So, übelst die Nebenstraßen, ne? Wo man weiß, wo Busverkehr ist und das scheiße eng ist. Also wenn jetzt hier was kommt, sind wir auch wieder am Arsch. Aber es passt. So, einmal nach links. Da biegen ab. Da kommt nichts. Ups. Aber eine geile Straße. Aber mir gefällt's. So. Schuh und Schlüssel. Doktor. Bitte biegt nicht ab. Oh, der biegt ab. So, da kann warten, der Pisser. Genau, wie man hier sehen kann, ne, haben wir hier halt Endhaltestelle ist, steht ganz oben. Hi. Hi. Ein Ticket bitte. Ja, was für eins? Wenn du nichts sagst, kriegst du das teure, das weißt du. Vielen Dank. Bitte. Dass die Leute nicht mal wissen, was sie wollen, ne? So, jetzt kommen wir zum Augustaplatz. Auch ziemlich groß. Und viel los. Hat sich gereimt. Ach, Arschlecken fahre ich gerade drüber, ey. Augustaplatz. Keine Umstiegsmöglichkeiten? Arsch, okay. Wir sind 2 Minuten zu spät, was? Das geht aber gar nicht. Rewe. Schöne Kirchenglocken. Drei Viertel. Und dreimal gedonkt. So, hier sind wieder einige Leute. Also, wenn wir jetzt keine Verspätung mehr haben. Ne, warte. Wenn wir jetzt. Okay, ihr wisst. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Bad Hügelsdorf Wölfe. Hallikun Valley. Guten Tag. Scherz. Hallo Manfred. Hi. Oh mein Gott, Manfred. Wie geht's Fenster auf? Hi. Manfred. Ein Ticket bitte. Aha. Dieser Blinker. Vielen Dank. Bitte. Halli, hallo, hallöchen. Könnt ihr bitte eine Fahrkarte aushändigen, womit ich den ganzen Tag fahren kann? Ja, ist immer noch Tageskarte, du Depp. Dankeschön. Bitte. Hallo. Moin. Im Reiseführer steht, es gibt Touristentickets. Dies hätte ich gerne. Dass du nicht so alles im Reiseführer lesen kannst. Dankeschön. Ja, bitte. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Für einen unnormalen Menschen, ja, es ist in Ordnung. Danke, passend, aber. Ah ja, Kaugummi ausspucken. Das gestunken hat nach Manfred. Geil. Leopoldsplatz, Luisenstraße. Ach, wie schön das auch mit hier reinpasst, ne? Ich finde das so herrlich. So, Fußgängerzone. Haben wir jetzt. Glaube ich. Ja. Oder Spielbereich. Nee. Wie heißt das? Spielstraße. Genau. Ach, diese ganzen Geschäfte. Ist aber nichts. Ich wollte gerade sagen, ist nichts los, okay. So, hier wird gebaut. Hier holen wir ein bisschen aus, wobei das brauchen wir gar nicht.
Ich weiß, man darf nur 7 km/h maximal fahren, Schrittgeschwindigkeit, aber ist mir doch egal. Der muss warten, was er nicht gemacht hat, anscheinend. So, noch mehr Leute. Servus. Ja, hallo. Hallo. Leute, hab keine Zeit für euch, bitte. Hallo, was hallo. Kurzes, bitte. Guten Tag. Dankeschön. Eine Fahrkarte. Alle Tickets danke. Jetzt haben wollen. Junge. Hi. War den ganzen Tag hin und her. Dankeschön. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Dieses Shirt, Barbecue. Ein normales Ticket. Dankeschön. Einmal Kurzstrecke. Vielen Dank. Oh, geh mal aus der Sonne, ey. Oh, Kollege. Eurobus. 3 Minuten Verspätung. Also eigentlich sollte das hier blau werden, aber warum es das jetzt nicht macht, verstehe ich nicht. Hindenburgplatz, Stadtbibliothek. Bei uns spielen sie die Hauptrolle. Cool. Hallo. Hallo. Ja, komm, fahr lieber. Sonst bist du hinter mir. Wie der fährt, ey, total besoffen. Festspielhaus. Brems, nee. Blinke. Blinkerflüssigkeit wieder alle gewesen. Was aber schön hier. Mit Mond noch. Ein Blitzer. Einmal Lichthupe. Sie wurden geblitzt. Brems. Oh. Vorm Zaun. Vorm Zaun. Hallo. Bitte. Was? Ups. So, noch Zeit, um was zu saufen hier. 12.47 Uhr, 48. Wir sind eindeutig zu spät. Bleib ja stehen, du, also. Plateau. So, Aral, alles scheiße. Shitwash. Boah, wie günstig der Sprit war. Habt ihr das gesehen? Für 1,40. Davon träumen wir nachts vielleicht. Oh, guck mal. Guck mal, Leute. Geil. Wie schön sieht das denn aus? Warte, ich will jetzt wissen, was hier steht. Warte. Was steht hier? Das wirst du nie vergessen. Schaubühnen. Oh, schön. Mal eine Haltestelle, die wir durchfahren können hier. Haldengrund. Gegenkurs. Die will nicht, okay. Ach gut. Wir machen Zeit gut. Also bis jetzt. Ein bisschen. Wenn er fahren würde. Einschlag. Einschlag. Ja, los, der kommt hoch. Benz Power.
Auch schön, wie zeitig man blinken kann. Egal. Aber dann fahr auch, wenn nichts kommt. Und bremse nicht. So. Aufgeholte Zeit wieder weg. Wegen solchen Leuten. In einem Renault. Ja, das ist ein Renault, Leute. Guckt euch das an. Steht Capture oder wie man das ausspricht. Auch geile Haltestellen hier wieder, ey. So, hier gibt es noch mehr Werbung. Diese Werbung. Hochschule Müll. Ach nee, Mühl. Ups. Hochschule Müll, ey. Ja, Hochschule kann Müll sein. In Mühl. Im Krähennest. Im Krähennest? So, ich wollte noch gucken wegen Modding-Optionen, ob das wirklich geht hier. Halli, hallo, hallo, ich hätte gerne hallo. Einmal ein Ticket. Ja, Leute, ich habe ja, keine Dankeschön. Zeit für euch. Ja, bitte. Hallo. Mahlzeit. Kann man hier irgendwo, kann man nicht, ich weiß nicht wie, also manches kann ich auswählen, manches nicht. Große Atron-Bildschirme. Nix. Und ich habe keine Ahnung. Gut, egal. Dann halt nicht. Leute müssen auch ohne klarkommen können. Kunsthalle. Als ob wir 3 Minuten bis zur Kunsthalle bekommen haben. Yo, what? Ich meine, ey, wir sind ja trotzdem zu spät, ne? Aber. Die Polizei ist hier. Vielleicht ein Bild an der Kunsthalle? Vor allem diese Kunsthalle, diese Haltestelle hier, das ist doch wie auf Blankwitz, wenn ihr die Map kennt. Oder ein Video, was ich mal gemacht habe. Auf Blankwitz, das verlinke ich euch mal rechts oben am i. Ich glaube, ich muss hier hin. Das sah das genauso aus, ja. Das Haltestellendesign. Nur, dass das hier halt ein bisschen besser funktioniert. Hi. Schönen guten Tag. Hallo. Einen Hallo. Normalen Fahrschein bitte. Ja. Dankeschön, Mama. Ich muss mich beeilen wegen der Ampel. Seht ihr? Und raus hier. Jawoll. Jetzt habe ich vergessen, ein Foto zu machen. Oh, ich bin ein Genie, ey. 306. Dollenstraße. Konrad. Dieser Blinker. Warum mache ich denn den Knopf für die Haltestellenbremse? Der hat doch eine automatische Haltestellenbremse.
Das verstehe ich sowieso nicht. Wieso hat eine automatische Haltestellenbremse, aber hast trotzdem noch einen Knopf dafür? Macht irgendwie keinen Sinn. Na, ja, ein bisschen angeschnitten. Ups. Ja, wie wär's mit Schalten? So, einmal hier rum. So, ich habe ja auch super ein Schild, wo ich weiß, wer... Okay, ich hab... Ah ne, warte, da kommt einer. Yeah. Ja, da... Oder traut sich was der Kollege? Uiui. Drei Achser. Zwei. Ist das der Blinker oder warum bremst er so komisch? Auch schön, wie bei dem Kennzeichen hinten das H dran steht für historisch. Das finde ich toll. Da hat man mitgedacht. So, und Grüße gehen erstmal raus an TGV 2003. Ein sehr kreativer Name wieder. Wirklich. Schmeißt, sag ich gerade, ne? Aber trotzdem. Hallo, Hallöchen. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Viele Perverse hier auch einsteigen. Ja, ich würde auch gerne einen Fernseher kaufen. Wenn du nicht weißt, was du willst, dann gibt's die teure, ne? Für 2,60. Danke. Ich meine, wer mit einem Zehner bezahlen kann, ne? Also. So, große Dollenstraße, kleine Dollenstraße. Kann auch sein, dass die Verspätungsanzeige erst dann blau wird, wenn es 3 Minuten sind, was aber eigentlich irgendwie auch keinen Sinn macht. Das wäre auch dumm. Servus. Also eigentlich ab 2 Minuten, hallo. Oder? Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Achso, hast du 10 gegeben. Dankeschön für die Fahrkarte. Guckt sich einen 10-Euro-Schein an. Gibt erstmal raus, als ob es 5 gewesen wären. Ist auch schön hier. Was soll denn das alles sein? Drei Eichenkapelle, Behördenzentrum. Natürlich haben wir eine rote Ampel. So, DHL dauert halt länger. Ne? Wie bringen es? Getränke Hoherz GmbH, okay. UPS, ein Postboten nach dem nächsten und die Bullerei hinterher. Super. Oi! Manfred. Mich gerade erschrocken, ey. Aber gut besuchte Hütte wieder, ne? Schön, dass hier Fahrräder stehen. Ja, wer drängelt, kommt nie mit. Ja. Ist so. So, was haben wir hier wieder für Werbung? Allein diese Telefonnummer ist ja episch. Nein, nicht blinken. Irgendwas mit Blumen auf jeden Fall. Ein Hotel. Schweigroter Platz. Es bestehen Umsteigemöglichkeiten zu den Linien
303. 306 in Richtung Wieseneck Friedhof. Gegenkurs. Wir fahren genau mit dem gleichen Bus wie wir, nur halt, dass die ein Voltgetriebe haben. Also, wir müssen jetzt ein bisschen uns sputen hier. Deswegen fahren wir jetzt mal ein bisschen 60. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als das. Hat gepasst. So, hier geht jetzt schon ein bisschen mehr was ab. Ja, Leute, wie soll ich denn dort vorfahren? Oh, ihr seid Experten, ey. Grüß Gott, hallo. Ich werde dich niemals grüßen. Hallo. Hi. Guten Tag. Einmal hallo. Mal bitte. Du hältst den ganzen Betrieb auf, Manfred. Hallo. Mahlzeit. Was Kurzes, bitte. Was Kurzes. Im Ernst? Dankeschön. Hi. Mahlzeit. Guten Tag. So, einmal blinken, damit die Ampel hier vorne funktioniert. Wo ich mich frage, ob das auch mit Rechtsblinken funktionieren. Ja, mit Rechtsblinken geht das, mit Linken. Geht das auch mit Warnblinker? Ah, nee, hätte ich gefeiert. So, okay. Müssen wir jetzt erwarten hier. Ist auch schön, dass hier wenigstens die Ampeln funktionieren, ne? Wenn du eine Anforderung kriegst. Das hast du nicht auf jeder Map. Das haben die zum Abbiegen natürlich erstmal wieder frei. So, da ist schon der nächste Bus hinter uns, ne? Oder neben uns. So, Deutsche Bank. Wörthstraße. Auch Shepherd Sounds, ne? Sehr schön. Ja, so ungefähr sollte es aussehen, der Bus, aber tut er nicht. So, 30, was ist das? Wir wollen natürlich auch wieder schöne Aufnahmen machen. Ja, sehr schöne Aufnahmen. Omsi, danke. Deswegen stellen wir uns jetzt mal wieder hier hin. So, einer Fahrgast machen. Nenne ich es immer. Oh, aber hallo, du bist ja knapp hier. Ja, natürlich fährst du an uns vorbei, was auch sonst. Straße. So, und dann sind wir auch schon gleich da, ne? Hauptbahnhof. Ja, passt.
Noch eine Aral. So, da kommt ein MAN. Ja, da muss natürlich nicht anhalten. Mahlzeit. Hallo. Ja, hallo. Ja, du Perversling, ich hab's doch verstanden. Ein Normalticket, bitte. Da hättest du auch eine Kurzstrecke nehmen können zum Hauptbahnhof, ne? Das wäre nicht weit gewesen. Dankeschön. Ja, ist nur bitte für diesen Tipp. So, ein Kreisel. Einfach mal reinfahren. So. Alfred Brunner Weg. Ja, das ist auch geil. Da zeigt man hier oben die Ankunftszeit an und die Abfahrtszeit als nächstes. Das ist schön. Oh, hier wollen welche. Ups. Oh, Brems. Oh. Ich will hier aussteigen. Blumtsch. So, oh, hier gibt es einen Strafzettel. Verdient. Einfach nur verdient. So. Alle, die hier stehen, haben es verdient. Stehen alle auf dem Radweg. Hauptbahnhof. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Es bestehen Umsteigemöglichkeiten zu den Linien 303 in Richtung Wieseneck Friedhof, 304, 316 in Richtung Altes Schloss über Lange Straße Malgerweg, 318 in Richtung Sportflugplatz. Nee, ich fahr lieber so. Auch schön, dass die Kasse jetzt hängen geblieben ist. Das tut die aber bei jeder Map. Das ist leider Gottes so. Aber es ist halb so wild, weil, ne, muss eh einen neuen Kurs eingeben am Ende. Von daher. So, der nächste Bus fährt sofort, das ist ja klar, das bin ja ich. Aber das könnt ihr vergessen. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich... Okay. Macht null Sinn. Genau, wenn ich jetzt hier den Kurs wechsle, dann kommen die natürlich jetzt da angelaufen. Aber das wollen wir ja nicht. So, genau. Wir fahren jetzt den Bus abstellen. Aber einmal hier rum. Hildegard Klinik. Das stimmt überhaupt nicht. Okay, also irgendwas stimmt hier nicht, das ist mir auch sowas von egal. Alfred. Ja, wollen wir nicht hören. Und da ist es weg. Schön. Motor aus. Genau. Wir können uns nochmal die Türen anhören hier. Wo ist sie? Hier ist die zweite. Ah, kannst du gleich zulassen, die Tür. Komm, das, wenn das hängt, dann macht es keinen Spaß, das zu machen. Nochmal, so. Oh, dieses Spiel! Oh! Das geht auch gar nicht mehr zu, ne? Das habe ich mir gedacht. Gut, egal.
Auf jeden Fall mit diesem verbackten Mistvieh hier sage ich tschüss. Bis zum nächsten Mal um sie zwei. Lass doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Am besten beides, würde mich sehr riesig freuen. Vorsicht bei der Einfahrt. Schön, gut. Ja, bis zum nächsten. Und dann nochmal auf Englisch. Ja, reicht auch. Tschüss.